So, moin moin Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind heute in Karlsruhe, nicht Kaiserslautern, zur deutschen Meisterschaft. Gestern war schon Wettkampf, vorgestern war schon Wettkampf, gestern waren die 105er und 93er dran. Geiler Wettkampf. Ich bin heute dran in der bis 120 Kilo Klasse. Für die Leute, die es nicht wissen, ist die deutsche Meisterschaft im Tested Powerlifting Deutschland, das heißt BVDK heißt der Verband, der Aktiven. Ich bin eigentlich noch Junior. Von 23 bis 50 ist man Aktive, aber ich mache bei den Aktiven mit, weil warum nicht? Hab das Glück, dass ich eigentlich so gut wie außer Konkurrenz stehe. Und deswegen den Wettkampf nur für die eigene Leistung mitnehme. Deswegen bin ich jetzt auch nicht groß nervös oder so. Mir geht's gut. Ich war gestern ein bisschen viel unterwegs, habe so meine 20.000 Schritte gemacht, was nicht so schlau war, aber sonst bin ich nervös. Alles fühlt sich gut an. Wie gesagt, beide ein bisschen schlapp, aber das ist auch nicht so schlimm. Für mich gibt es jetzt gleich erstmal erste Mahlzeit, aber heute ist es wirklich einfach nur Reis. Ich habe mir für den ganzen Tag ein Kilo Trockenreis zubereitet, beziehungsweise mir wurde ein Kilo Trockenreis zubereitet. Das ist das Einzige, was ich heute essen werde. Verdauung möglichst wenig belasten, kein Fett, kein Eiweiß, wenig Ballaststoffe. Einfach nur für die Energie, Carbs zu haben. Dann gibt es für mich jetzt erstmal noch meine Supplement-Routine. Wie immer, ganz Standard von Ivo. Bei mir gibt es jeden Morgen Kreatin, Vitamin D3, K2, Omega-3, Backup Pro, No Stress und so weiter und so fort. Und wenn ihr Supplements braucht, könnt ihr gerne mit dem Code Jona bei Ivo 10% sparen. Puh. Also wie gesagt, für mich erste Mahlzeit, Supplement-Routine, einen Kaffee und dann ist in 4 Stunden auch schon meine Waage. Back in my bag, yo. Conscious. So Leute, wir sind angekommen im Warm-Up-Bereich. Für mich geht es in 40 Minuten geht die Waage los. Wir haben gerade die Ständerhöhe genommen, denn man hat hier so Eleiko-Kombis und muss halt angeben, wie hoch sie eingestellt werden sollen. Das haben wir gerade alles gemacht. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen essen. Da Gewicht bei mir scheißegal ist, ich werde 5 Kilo zu leicht. Wie gesagt, dann geht es gleich zur Waage und dann fangen wir auch schon mit dem Warm-Up an. Wie gesagt, ich fühle mich gut, werde gerade ein bisschen müde, aber das gehört ja dazu. Back in my back, low, we bring the force like Tommy. Back in my bag, flow. Back in my, yeah, yeah, back in my bag, yeah. I'm back in my, yeah, yeah, I'm back in my bag, yeah. I'm back in my, this my, back in my bag, flow. Back again, yeah, we keep on stacking it, what's happening? Everything in Gucci got me feeling like I'm dapper then. Life has been a movie, yeah, so shout out to the cameraman. Pull up to the scene, it's going down like an avalanche. Steady going up like a travel plan. So, Waage ist durch, viel zu leicht, 114,8, ich dürfte 120 wiegen, aber das heißt auf jeden Fall, wir können ordentlich draufpacken bis zur Junioren-WM und da dann noch ein höheres Total machen, da das gerade auch fürs Bankdrücken und sowas einen riesen Unterschied macht, aber heute war es klar, dass ich zu leicht bin, also scheißegal. Jetzt können wir noch ein bisschen chillen, bin erst um 14.30 Uhr dran. 16.30 Uhr. Deswegen jetzt noch ganz entspannt 2 Stunden chillen und dann geht's irgendwann los. Know it's now. Blood is showing tell, but all my know me well. It was either chase a dream or go to jail, but none of us ain't going. Going back to back on them like we Huey and we Riley. My commitment and obsession is always to be better today than I was yesterday. If I have to make sacrifices to do that, so be it. If I have to tell that person I can't go out drinking with him anymore, so be it. Because that's not what I value. Anything or anyone that is taking me further away from my dreams has to go. I'm committed to self-development, not self-destruction. And you know, any person that is meant to be with me on the journey will choose that higher road with me. Yes, a tougher road, but it's a much more rewarding one. I want my life to mean something, to be able to look back at my life and say, yeah, I made some tough decisions, but they were the right decisions. So many people don't get it. They piss their life away every weekend for what? So they can complain about their current circumstances for the rest of the week? Screw that! No chance! I'm in charge of my own life. It's all on me. I take responsibility, I take action, and I get shit done. You will never hear me complain about another person or circumstance as the reason I'm not where I want to be. If I don't like where I am, time to knuckle down and work harder. I am a perfect reflection of the hard work or lack of work I put in. And luck, that only comes to those who have paid their dues.
If I'm weak in a certain area, it won't be for long because I'm committed to be better. I will learn. I will read. I will make it happen. I will find a way. I will work until that weakness is turned into a strength. Letzte Beuge habe ich auch schon im Rap gemerkt, dass die nicht so gut waren. Aber mir wurde gesagt, jetzt habe ich Kraft gespart fürs Heben. Oder? Ja. Ja, ja. Ich bench jetzt 260. Aber auch zu hoch. Stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich drücke nur mit 20ern normalerweise. Wie gehst du jetzt ehrlich rein? 220,5. Wegen Rekord und so. Ja, habe ich auch gesagt. Chippen ist für Pussys. Ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich sollte auf jeden Fall bei meinen Wettkämpfen, ich meine, war jetzt mein dritter Wettkampf, Erfahrung sammeln ist auch gut, ich sollte mir vor meinen Wettkämpfen sagen lassen sollen, was ich überhaupt beuge, weil das wusste ich diesmal nicht und deswegen habe ich mich nur darauf konzentriert zu beugen. Ich muss mich aber darauf konzentrieren, tief zu beugen. Da habe ich diesmal nicht drauf geachtet. Aber eine hohe Beuge musste auch sein. Enough of the code switching. Been hitting my soul, been on the ropes. I'm ready to grow, so get to know me. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Yeah, alright, okay, okay. We get it. No contest. Wait. See his gold on me. Serve, serve, nigga. Want you to glow with me. The world been dying, days is number, check the climate. I'm sick of it. They had brain scheme to get the riches quick. I played a long game with serene scene and the whip this quick. From the back room to the hearts, I'm in the thick of it. I grind too hard for y'all not to see me a star, bitch. I'm raising a bar like they really pay me. They talk my life in a shambles, but I got handles. I'm finishing at the rim. I remind you time and again that I'm really him. Oh, you ain't up. Snap this with a shoulder, bet you in it. Everybody now for me is below me. In the field, running audibles with the team. Everything I got out the mud and told my truth. I shake that fake shit. They praise you, then minimize you behind you. Just know I notice you. Stay woke, no joke. It really be the ones you closest to. Had to stop sleeping on myself like I ain't know the truth. Oh, this to me like it's really nobody code is this. And if you disagree, then you jaws and your claim get audited. Who you know do the beating, the talking, and write the harmonies. I'm really convinced it's nobody out here going all this. Wish well the dog to claim belief in me so he can use me. Look at me now, you chose your route. I know you sick to see it. I'm talking about all that flop, but that's not harmless. Captain of status, we back in the body wrong. Listen to the ones that held me down for the count. Look at the road to do. I'm the kid from the cul-de-sac, feeling dumb and sad. But nothing came to play my back. Ain't no way I'm going dark until I'm off computer to play. Just like I'm supposed to do. Enough of the code switch. Been hitting my soul, been on the ropes. I'm ready to grow, so get to know me. Keep your head up.
timeline. You know you need to stop it. I live for more than attention. Might not be your trending topic. Put my worth in analytics. I am relaxing and talking. I got addicted to scrolling. We know what a thing is toxic. I got caught comparing me to people I don't even know. So, drücken auch durch. 2:38:05. Ja, du. Drücken war mir eh heute ziemlich egal, jetzt müssen wir halt beim Heben abliefern. Die Folge war Müll, deswegen Heben war, Drücken war ganz okay. Da wäre noch ordentlich was drin gewesen, deswegen müssen wir jetzt vernünftig heben. Let's go. Mal wird besser. Und ich muss ehrlich sagen, so nach der Beuge, die halt einfach wirklich Dummheit war. Also da hätte ich auch 6 Kilo mehr einfach tief beugen können, so das wäre kein Problem gewesen. Aber danach war halt relativ klar, dass ich die 900 total nicht schaffe. Und der Rest war mir halt relativ egal und da war die Stimmung so ein bisschen down. Und da ich halt auch vorher schon nicht so gut drauf war, ist es halt so, ich werde jetzt keine Ausreden suchen. Ich werde jetzt einfach härter trainieren und das nächste Mal wird besser. Ich lerne einfach heben und ich werde tief beugen. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In nächster Zeit wird auch ein bisschen mehr und ein bisschen besserer Content wieder kommen. Und ich bedanke mich für immer fürs Zuschauen. Ich finde es toll, wie ihr mich supportet und alles. Und habe auch dieses Wochenende viele Leute getroffen, die mir live gesagt haben, wie geil sie mein Content finden und sowas. Das freut mich immer. Wenn ihr mich irgendwo seht, sprecht mich immer gerne an. Schreibt mir auf Insta. Das meiste werde ich beantworten. Und ja, wie gesagt, danke, like und subscribe, abonniert die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.